Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Redstone Mechanics. Ich bin wieder da und wie letzte Woche schon erwähnt, mit dem Fahrstuhl. Es war ganz schön schmerzhaft, den hierher zu bringen, denn die Structure-Blöcke funktionieren immer noch nicht so, wie sie sollen. Und nebenbei bemerkt habe ich auch einen kleinen Bug entdeckt. Dazu kommen wir gleich. Erstmal der Fahrstuhl. Ihr seht, den habe ich hier aufgebaut. Ich habe auch noch ein bisschen was verändert. Die paar Probleme, zum Beispiel das, was in der Preview-Folge dabei war, habe ich jetzt behoben. Das heißt, es funktioniert einwandfrei. Und wie man ihn baut, zeige ich euch nach dem Intro. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst mal bitte ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr weitere Vorschläge habt, dann schreibt die auch ruhig mal in die Kommentare, damit ich weiß, was ich als nächstes machen kann. So, kommen wir als erstes zum Bug. Und zwar der hier. Ihr seht, das sind alles drei klebrige Kolben. Die sind auf verschiedenen Höhen und die haben die Hebel dran und Grasblöcke oben drüber. Und jetzt machen wir mal so. Und der funktioniert. Ja, kann man nicht meckern. Geht hoch und runter. Ganz einfach. Ja, hier funktioniert es dann plötzlich nicht mehr. Und hier auch nicht. Das ist irgendwie komisch. Das passiert nur auf den Höhen. Also hier auf Höhe 0 und auf Höhe 1. Das heißt, die beiden funktionieren nicht. Der da funktioniert. Und die Sache ist die, selbst wenn die gedreht sind, die können ja auch zur Seite gucken, dann funktionieren die auch. Nur in dieser Position, auf diesen beiden Höhen, funktionieren sie nicht. Ist natürlich doof und ich habe auch ewig gebraucht, bis ich das rausgefunden habe. Und zwar hier, bei den beiden war das Problem. Die waren ja hier auf Höhe 1, genau wie der mittlere da, und haben deshalb auch einfach nicht funktioniert. Deshalb musste ich sie um 1 erhöhen, damit die jetzt keine Probleme mehr machen. Aber ich denke mal, das ist gar nicht mehr so schlimm, weil dadurch auch ein Schleimblock wegfällt. Theoretisch hätte man es noch einen Block höher machen können. Dann hätte man, glaube ich, hier ein bisschen, ja, man hätte hier Probleme bekommen. Das hätte man dann ganz anders bauen müssen. Deshalb habe ich es jetzt erstmal so gemacht. Ihr könnt ja selber noch verbessern, wenn ihr wollt. Das sage ich euch ja immer. Bestimmt geht es noch kleiner. Ihr kriegt es bestimmt hin. Ich weiß nicht wie. Und damit haben wir jetzt den Bug abgehakt. Jetzt kann ich das alles wieder entfernen. So, dann kommen wir jetzt hier zu meinem Fahrstuhl. Und zwar habe ich den natürlich noch ein bisschen verbessert. Ich habe die Fehler behoben. Und es hat sich ansonsten nicht viel verändert. Ja, ihr seht, hier oben ist jetzt nur noch ein Knopf. Und dasselbe ist auch unten. Denn ich habe gemerkt, ja, man braucht keine zwei Knöpfe. Man kann beides an diesen Knopf anschließen, indem man hier hinten, einmal rum, das hier einfach hier zum dem Umkehrmechanismus führt. Und dann fährt er auch automatisch hoch. Dasselbe habe ich oben gemacht. Nur natürlich, dass es dann nach unten fährt. Und ja, es hat sich auch nichts an der Größe geändert. Also immer noch 10 Blöcke tief und 11 Blöcke breit. Die Höhe kommt natürlich ganz drauf an, wie viele Etagen ihr habt. Aber hier bei 4 Etagen sind das halt 26 Blöcke. Und dann schauen wir uns an, was wir für diesen Fahrstuhl brauchen. Also wir haben hier erstmal die generellen Sachen in der orangenen Box. Und hier in der blauen Box haben wir das, was wir pro Stufe brauchen. Und ich denke mal, ich mache das ein bisschen nach unten, damit ihr da die Zahl sehen könnt. Also haben wir hier natürlich generell und pro Stufe. Bei pro Stufe müsst ihr halt natürlich erstmal wissen, wie viele Etagen ihr machen wollt. Dann minus 2 und alles, was hier drin ist, mal die Etagen halt. Die oberste und unterste Etage sind hier untergebracht und es sind dann halt so nochmal spezielle Sachen, die natürlich ein bisschen anders sind, aber die mittleren Etagen sind alle komplett gleich aufgebaut, wie bei meinem alten Fahrstuhl, sollte also nichts Neues sein.
Kommen wir jetzt endlich zum Bau, und zwar hier mit der generellen Kiste. Ich reiße die mal kurz ab und platziere die neu, damit die da schön sicher stehen bleibt. Packen wir sie hier mal an die Seite und entfernen einfach mal alles. Ah, ich habe noch einen Konstruktionsblock, kann auch weg. Und das Schwert kann auch weg. So, also, wir brauchen vier. Zwei Schalter brauchen wir auf jeden Fall. Ja, das war ein Fehler. Jetzt brauchen wir nur noch zwei, das war vorher vier. Und jetzt nicht mehr. Also, merkt euch, nur zwei. Die da können weg. Plopp. So, also vier Knöpfe. 5 Fackeln, 49 Redstone, 6 Redstone-Blöcke, 10 Verstärker, 1 Vergleicher, 4 Kolben, 8 haftende Kolben, 21 Schleimblöcke, 9 Honigblöcke, 4 Beobachter, 2 Eisentüren, 2 Truhen, oder ihr könnt auch Fässer nehmen oder was auch immer ihr haben wollt. 2 Müllblöcke, die ihr einfach nicht mehr braucht. 4 Obsidian. Eine ganze Menge Baublöcke. 2x Glas. Ein Licht für die Kabine. Und nochmal 4 Baublöcke für die Kabine. Dann können wir das auch kaputt machen. Genau. Und dann holen wir uns als allererstes diese Sachen hier. Das brauchen wir auch. Und natürlich die Baublöcke. Und dann haben wir hier unser Feld. Das ist natürlich 11 Blöcke breit und 10 Blöcke tief. Jetzt gehen wir hier in die Mitte und von oben 5 Blöcke rein. Also hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Und auf den 6. Block platzieren wir dann ein Obsidian. Das brauchen wir unbedingt, da der dann den Fahrstuhl, der von oben kommt, festhalten muss oder anhalten muss. Und das muss auf jeden Fall Obsidian sein, damit es halt nicht verschiebbar ist. Darauf bauen wir dann gleich unsere Flying Machine. Und zwar so, so und so erstmal. Dann könnt ihr das auch schon dran machen. Das ist euch relativ überlassen. An die Seite kommt ein klebriger Kolben, in die Mitte ein Kolben und da wieder ein Schleimblock. Auf den klebrigen Kolben kommt ein Schleimblock, noch ein Schleimblock und nochmal 2 nach links. Dann geht ihr nach unten, macht in die Mitte wieder einen normalen Kolben, und zwar so, dass der nach unten zeigt, und daneben einen haftenden Kolben. Obendrauf kommt dann noch ein Schleimblock. Und dann braucht ihr jetzt eure Kabinenblöcke. Ich benutze einfach wieder Quarz. Deshalb ist es relativ egal. 1, 2, 3, 4. Dann braucht ihr hier natürlich noch einen Schleimblock. Und dann braucht ihr noch eine Seelaterne. 5. Ihr könnt natürlich auch eine andere Lichtquelle nehmen. Ihr könnt die Lichtquelle auch weglassen. Ich finde Seelaterne ist so bisher die schönste Lichtquelle, die es gibt. Ist halt einfach weiß mit einem grünen Rahmen. Sieht halt nicht komisch aus oder so. Dann packen wir das auch gleich mal weg. Und dann gehen wir mal nach hinten. Und zwar brauchen wir jetzt Beobachter. Und zwar packen wir den hier unten neben den klebrigen Kolben. Einmal so umdrehen, nach unten schauen. Und da einen hin. Gehen wir ein Stück nach oben. Und diesmal platzieren wir den nicht dahin, sondern hier in die Mitte. Und so muss das dann aussehen. Also unten ist es links, oben ist in der Mitte. Dann schnappen wir uns einen Kolben, gehen auch nochmal hier hin, gucken nach unten und platzieren einen normalen Kolben dahin. Und jetzt packen wir hier irgendeinen Block hin, ist relativ egal, und einen haftenden Kolben. Der Block kommt weg. Und dann sind wir, haben wir die beiden Kolben schon mal an den richtigen Platz gebracht. Jetzt brauchen wir hier einen Block und hier einen Block. Dann machen wir hier 2 Verstärker hin. Das ist für den unteren Kolben, der normale.
Da stellen wir einen auf 4, einen auf 1, einen Redzone-Staub, einen Haffner-Kolben und einen Beobachter. Wenn das hier dann aktiviert wird, wird der zuerst aktiviert, der Beobachter wird hochgeschoben, aktiviert den Kolben, der zieht dann den Beobachter zurück und dann verschiebt der Kolben den Beobachter hier in die Mitte. Der Kolben wird aktiviert und schiebt das Ganze dann nach oben. So funktioniert das und jetzt packen wir hier einen Block hin. Und zwar, wenn wir hier nämlich so machen, dann geht das Redstone nicht mehr in diesen Block rein. Und das ist halt nötig, damit dieser Kolben aktiviert werden kann. Und deshalb packen wir hier erstmal einen Block hin. So, da haben wir noch was vergessen, und zwar einen Redstone-Block. Den brauchen wir nämlich hier. Früher habe ich ja Beobachter benutzt, die hier dann so in der Seite drinne standen, die dich dann angeschaut haben. Jetzt habe ich das durch einen Redstone-Block ausgetauscht und der kann jetzt hier unten, hier, da die Leine hier aktivieren und der aktiviert diese ganzen anderen Sachen hier. Sind auch jetzt relativ egal gerade. Jedenfalls brauchen wir da noch einen Redstone-Block, also direkt hier, wo die beiden unteren Blöcke sind, in der Ecke, einen Redstone-Block. So, jetzt können wir unseren Kabinenschacht schon mal bauen. So, und machen wir so, ja, also wir machen hier so ein U. Dann machen wir davor noch eine kleine Plattform, damit wir da auch stehen können. Und wir nehmen uns unsere Tür, drehen uns einmal nach hinten und setzen die so hin, dass hier hinten keine Lücke mehr frei bleibt. Sonst kann es sein, dass wir im Schacht stecken bleiben, nicht mehr rauskommen und dann runter springen müssen. Das wäre ziemlich doof. Deshalb habe ich hier halt die Türen so reinversetzt, damit das halt nicht passieren kann. So, dann schnappen wir uns noch ein paar Blöcke und ja, machen hier hinten erstmal so zu. Erstmal diese Höhe ungefähr. Und dann machen wir hier Blöcke hin. Und weil ich finde, dass es besser aussieht, habe ich hier einfach ein paar Stufen oder Treppen genommen und habe es so gemacht. Das geht dann auch noch ein Stück rein. Sieht einfach besser aus. Und hier kommt die Decke rein. Ja, also das hier ist eure Etage, das hier könnte irgendein Flur sein und hier ist dann euer Fahrstuhl. Dann brauchen wir hier einen Knopf, und zwar erst den Block und dann den Knopf. Und hier hinten müssen wir den natürlich anschließen, und zwar halt mit Redstone. Und das machen wir gleich. Erstmal müssen wir hier noch hingehen. Das habe ich nämlich fast vergessen. Und zwar müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass die Tür auch noch aufgeht. Also müssen wir hier ein Redstone-Signal reinleiten. Das machen wir, indem wir von hier Strom holen. So. Jetzt kommt da Strom drauf und die Tür geht auf. Das Signal brauchen wir noch, deshalb gehen wir hier zur Seite und, oh, da habe ich was kaputt gemacht, und setzen hier einen Verstärker hin. Das brauchen wir nämlich hier, um diesen Kanal hier, ja, zu aktivieren. Da brauchen wir einfach hier das Redstone-Signal. Deshalb gehen wir jetzt hier zurück, 1, 2, 3 und 1 rein. Machen wir so. Brauchen wir Redstone-Blöcke und Schleimblöcke. Nein, nicht so. Packen wir erstmal kurz einen Block dahin. So, und ein Block Schleimblock und ein Redstone-Block. Genau so funktioniert's. Und jetzt sehen wir auch, wo wir hier lang gehen können. Und zwar müssen wir hier runter. Ja, oder? Nee, Moment. Da muss tatsächlich ein Glas hin. So. Also wir haben hier Redstone, Redstone, Redstone. Das Glas, damit der Kolben nicht dadurch aktiviert wird. Und dann hier Blöcke. Und dann können wir das hier so rumführen lassen. Und hier ein Verstärker. Sonst wird das Redstone da nicht gepowert. Und das brauchen wir halt unbedingt. Deshalb machen wir das einfach so. Und hier
an fast die äußerste Ecke, also hier bleibt natürlich ein Block Lücke, und ein Block hoch, also ein Block über dem Boden, selbe Höhe wie der andere, kommt noch ein klebriger Kolben, Schlammblock und ein Redstone Block. Den brauchen wir später noch. Ihr seht hier, der ist dann für den Rufmechanismus. Das geht halt auch bis ganz nach oben. Das müssen wir auch einfach ein bisschen verkabeln. Dazu nehmen wir uns Blöcke, machen einen Block hier hin und zwei Redstone so. Ist halt ganz leicht. Dann ist es relativ egal, ob ihr das ob ihr es so macht oder so. Ich mache es jetzt einfach mal so. Und dann führen wir eine Redstone-Linie bis hier, weil wir dann ein Signal von oben bekommen. Ja, das ist dasselbe wie der Trümm, nur umgekehrt. Das hier führt nach unten. Und da bauen wir auch schon den ersten Teil. Also hier erstmal ein Block. Dann brauchen wir wieder Redstone-Blöcke. Und die brauchen wir eigentlich auch noch. So, ein Redstone-Block. 1, 2, 3. Dann ein Block oben drauf, ein Block daneben. Ersten Block zerstören. Und ein Kolben, der nach unten zeigt, den unteren Block weg. Und wenn jetzt dieser Block hier, also der Kolben hier oben, aktiviert wird, dann aktiviert er diese Linie und aktiviert den ganzen Mechanismus. Der Fahrstuhl fährt hoch. So, gut. Dann halten wir das schon mal. Jetzt fehlt hier drüben noch was. Und zwar haben wir hier diesen kleinen Kasten. Ja, das ist ein Signalspeicher, den brauchen wir auf jeden Fall. Und der wird auch teilweise dadurch deaktiviert. Wenn der Fahrstuhl nämlich hier unten ankommt, dann gibt es hier ein Signal, was hier hingeht. Und das geht dann hier hoch und deaktiviert da diesen klebrigen Kolben. Deshalb hier ein Redstone hin, also Block und Redstone. Block, so diagonal. Fackel dagegen, Block mit Redstone, so ein Block diagonal, eine Fackel, ein Block, Fackel, Fackel, dann gegen die Fackel kommt ein Block und noch ein Block so diagonal. Hier kommt dann ein Verstärker auf der höchsten Stufe hin, eine Fackel und ein Redstone. Hier oben kommt auch noch ein Redstone drauf und das machen wir auch jetzt. Und zwar, ja, wobei gleich, kleinen Moment. Vorher müssen wir hier noch einen Block dran machen. Genau neben die leuchtende Fackel. Dann ein Vergleicher. So. Und wir brauchen ein bisschen Honig. Und immer noch die Blöcke. Was brauchen wir nicht mehr? Obsidian. So. Dann kommt hier ein Quarzblock drauf, Quarzblock daneben, oder ist relativ egal, welchen Block ihr nehmt, irgendeinen Block. Dann kommt hier ein Kolben, der nach unten zeigt, eine Truhe, den ersten Block entfernen, und in die Truhe macht ihr irgendein Item, was ihr einfach nicht mehr braucht. Wenn der Kolben aktiviert wird, wird die Truhe nach unten verschoben, das wird aktiviert und das ganze System wird hier deaktiviert. Und dafür machen wir das hier noch und zwei Blöcke dran. Das sieht dann so aus. Und ich habe es tatsächlich am falschen Ort gepackt. Moment. So. Also an dem Block. So. Und zwei Blöcke davor. Dann ist das hier diagonal zum Fahrstuhl. Wenn das jetzt ausfahren würde, würden die hier sein und dann könnte das hier natürlich nicht mehr losfahren. Und dafür wird das auch deaktiviert. Hier, ihr seht, das hier deaktiviert die Fackel. Das aktiviert diese Fackel hier unten. Und das deaktiviert hier oben den Mechanismus, gesperrt zu werden. Jetzt brauchen wir noch eine Möglichkeit, um das zu aktivieren. Das wird hier unten nicht gebraucht, aber das müssen wir einfach trotzdem einmal bauen, weil wir es immer einmal mehr brauchen als die Etagen, die hier sind. Hier sind ja zwei Zwischenetagen, deshalb brauchen wir es dreimal. Und das bauen wir auch gleich. Wir brauchen hier Redstone, Redstone-Block meine ich.
Und zwar auf dieses Redstone kommt ein Block, daneben ein Redstone-Block. Und wir haben ja 9 von diesen Honigblöcken. 2 haben wir ja hier schon benutzt, also haben wir noch 7. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 und dann kommt ein Haftner Kolben, einmal umdrehen, hier ran. Und das sorgt dann dafür, dass da drüben ein Signal ankommt, wenn hier ein Signal ankommt. So, dann kommt hier noch eine Sache hin und das ist das hier. Das macht später Sinn, jetzt noch nicht, keine Sorge, es wird noch was. Und dann sind wir eigentlich so ziemlich mit der unteren Etage fertig. Und wow, das waren schon 16 Minuten. Jetzt kommt die mittlere Etage dran. Dann baue ich einfach noch eine und dann kommt die obere Etage dran. So, kommen wir jetzt zur mittleren Stufe. Und zwar brauchen wir dafür die blaue Kiste hier. Und ich würde sagen, baue ich mal ab, so, damit ich noch eins davon habe. Und dann schmeißen wir das auch mal weg. So, also, wir brauchen 3 Knöpfe, 9 Fackeln, 64 und 3, also 67 Redstone, 4 Redstone-Blöcke, 17 Verstärker, 2 Vergleicher, 2 Kolben, 10 haftende Kolben, 9 Schleimblöcke, 9 Honigblöcke, 2 Beobachter, eine Tür, eine Truhe, einen Block, den ihr nicht braucht, 5 Obsidian bzw. auch 5 nicht durch Schleimblöcke oder Honigblöcke verschiebbare Blöcke, wie zum Beispiel glasierte Keramik. Ihr braucht nicht unbedingt Obsidian. Einige Baublöcke und weißes Glas oder generell Glas. So, dann kann das weg. Und dann gehen wir mal hier hin. Wir fangen an mit dem Bau der neuen Etage. Und ich würde sagen, dazu brauchen wir das da und das da. Und Honig auch. Und machen wir mal so. Ich denke mal, das ist ganz gut so. Und wir haben ja hier unsere letzte Etage. Jetzt kommt hier so das... Nee, warte mal. Da darf ja kein Block hin. Wegen der Seelaterne. Aber hier können 3 Blöcke hin. Und dann ist das hier die Zwischenetage. Hier könnt ihr so Redstone verlegen für Lampen oder so. Keine Ahnung. Und hier kommen nochmal 3 Blöcke. Habt ihr halt hier so diese kleine Schiene. Das seht ihr hier wieder höher. Das sind nämlich die Seitenwände vom Fahrstuhl. Und noch eins machen wir mal so. Dann wieder 3 Blöcke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann kommt das hier wieder oben drauf. Und so. Dann mache ich wieder wie vorher. Und zwar hole ich mir hier eine Stufe. Mache die da oben hin. Sieht einfach ein bisschen besser aus. Dann eine Eisentür. Einmal so umdrehen und reinsetzen. Jetzt haben wir wieder die Sachen wie vorher mit dem Redstone Block. Und zwar powert der ja die Tür, sodass sie aufgeht. Das heißt, wir müssen hier diesen Block abreißen. Der ist im Boden drinne. Da. Und das machen wir natürlich auf der anderen Seite auch. Und da machen wir halt wieder einen Verstärker rein. Jedenfalls brauchen wir hier diesmal einen nicht durch Honig oder Schleimblöcke verschiebbaren Block. Nämlich platzieren wir den genau hier hin. Und dann nutzen wir hier ein paar Blöcke. Machen Redstone drauf so. Und hier muss noch ein Block drauf kommen. Darauf kommen wir später. Und zwar, wenn ich euch das zeigen kann, einmal durchquetschen. Hier, da drüber ist noch mehr Technik, ja, ihr seht das da, ist Redstone, und wir brauchen diesen Block einfach, um das abzuschneiden. Also nicht vergessen, einen kleinen Block hierhin zu platzieren, damit ihr das
abschnüren könnt. Und tatsächlich müssen die hier eins runter. Das hat auch mit dem ganzen Dach zu tun. Einmal so runter und dann geht es wieder hoch. Hier machen wir wieder so. Dann kommt hier ja gleich nochmal Redstone drauf. Und hier eine Fackel. Wieder unten ist jetzt wieder genau dasselbe System. Hier kommt dann aber eine Besonderheit rein. Nämlich ein Block und ein Verstärker auf vierter Stufe und noch ein Block. Wenn der Fahrstuhl hier ankommt, aktiviert er ja das Redstone, den Verstärker aktiviert er ein bisschen später, schiebt dann die Kiste runter und deaktiviert genau diese Honigblöcke da. Das heißt, die Sperre ist aufgehoben, sobald der Fahrstuhl hier ankommt und eben ein bisschen Verzögerung, weil der sonst einfach wieder weiterfährt. Das ist mir dann auch manchmal passiert. Deshalb einfach vierte Stufe wäre ganz nützlich. So, diese Seite haben wir dann fertig. Oder zumindest fast. Wir müssen nämlich noch hier das da machen. Und dasselbe, was hier unten halt schon ist, einfach nochmal bauen. Also so, ein Diagonalblock. Block mit Redstone-Fackel. Zwei Fackeln, dann hier an den Block, ein Block, an die Fackel ein Block, noch ein Block und noch ein Block, so diagonal. Dann wieder ein Verstärker, Stufe 4, oder beziehungsweise vorher noch eine Fackel hier an der Seite, so, damit das System gleich von Anfang an deaktiviert ist. Hier kommt eine Fackel, ein Block dran. Ich verwechsel Fackel und Block, genau. Also an die Fackel kommt wieder ein Block, diesmal auf die andere Seite. Noch ein Verstärker. Und jetzt brauchen wir wieder die Blöcke und unsere Kiste. Wir gehen hier nach oben, machen da einen Block hin, noch einen Block, klebriger Kolben und noch eine Truhe. Wieder genau dasselbe. Und den Block hier wieder wegmachen. Hier kommt dann der haftende Kolben dran und wieder zwei Honigblöcke, so und so. Und dann machen wir hier einmal Redstone Staub drauf. Da kommt wieder ein Block drauf, Redstone Block dran, das machen wir weg. 9 Honigblöcke haben wir insgesamt, 2 haben wir hier schon verwendet, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, mal gucken. Habe ich richtig gebaut? Ja, das stimmt. Jetzt brauchen wir wieder einen haftenden Kolben. Gucken nach unten und platzieren so einen. Jetzt bauen wir hier diese 3 Tunnel da weiter. Und zwar nach oben und nach unten. Hier müsst ihr nicht darauf achten. Einfach direkt einen Kolben. Der sollte ausfahren. Wie ihr ja schon hören könnt. Dann 1, 2, 3 oben drauf und ein Redstone Block. Hier drüben brauchen wir erstmal einen temporären Block und ein haftender Kolben. Und ihr seht jetzt, vorhin haben wir das hier gebaut. Das aktiviert hier den Kolben und das funktioniert, indem wir den Fahrstuhl rufen. Da kommt ja gleich auch noch die Ruffunktion hin. Und hier 1, 2, 3, wie rechts auch. Nur, dass das hier nicht ausgefahren sein sollte, sonst habt ihr irgendwas falsch gemacht. Also das hier kann ruhig aktiviert sein, die anderen beiden nicht. So, hier drüben kommt auch ein Block hin, auch ein Redstone-Block. Und auch, wie ihr es gehört habt, dreimal Block, Block. Ersten Block entfernen, haftender Kolben, Block weg. Und den Block auch weg. So, dann haben wir das auch schon mal erweitert. Und ich glaube, ja noch nicht, aber gleich kommen wir hier zum riesengroßen Herzstück. Das zeige ich euch gleich nochmal. Und zwar müssen wir erstmal dafür sorgen, dass das hier mit dem da verbunden wird. Und das habt ihr ja bei der Preview schon gesehen, da ist irgendwas kaputt gegangen. Und zwar lag das daran, dass ich hier
kein Kondensator dabei hatte. Deshalb kommt hier ein Block dran, hier so ein Block und ein Block in die Mitte, einen drunter, einen drüber. Dann habt ihr hier so ein Kreuz, das endet auf einer Seite hier am Kolben. Die Mitte macht ihr weg, Redstone oben drauf, ein Block hier, auch Redstone drauf und ein Vergleicher in die Mitte. Das ist dann ein recht kurzer Kondensator, aber es ist einer und der kann dann für etwas längere Zeit ein Signal speichern. Ich würde sagen, jetzt kommen wir erstmal noch zur Ruffunktion, weil die noch relativ einfach ist im Vergleich zum Kern. Und zwar würde ich dazu gerne jetzt farbige Blöcke benutzen, um euch das besser zu erklären. Und zwar benutze ich einfach, weil ich es vorher schon verwendet habe, orangenen und roten Beton. Außerdem brauchen wir noch orangenes und rotes Glas. Das ist hier nur zur Visualisierung, also ihr braucht insgesamt eh nur 4 Glas. Deshalb sollte das kein Problem sein. So, ich zeige es euch erstmal nochmal. Und zwar haben wir hier im Kern, was wir vorher nicht hatten, diese riesengroße bunte Suppe. Und zwar sind die hier an den Knöpfen angeschlossen. Also hier hinter sind die Knöpfe. Und die führen dann hier lang. Und dann hier in dieses große System. Und ihr seht, hauptsächlich besteht das hier aus dem Kolben unten, also dem klebrigen Kolben, den 2 Kolben hier in der Mitte und dem klebrigen Kolben hier. Und die werden halt genau gegensätzlich befeuert. Oh, das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Egal, so schnell reparieren. Ich hoffe, es funktioniert. Und zwar muss beim Orangenen dieser Kolben, ich mache irgendwas kaputt, ach, ist egal. Beim Orangenen muss der untere Kolben hier lang aktiviert werden. Ihr seht hier, das sind 3 und 4 Ticks, also 7. Und der hier wird beim Orangenen ganz kurz befeuert durch diesen Beobachter. Und beim Roten ist es andersrum. Ihr seht hier, sind 4 Ticks und da hinten sind nochmal 3. Und der hier wird hier unten ganz kompliziert mit dem Beobachter befeuert. Oh, und hier habe ich auch eins kaputt gemacht. So. Und das wird jetzt funktionieren. Gut, dann genug gelabert. Gehen wir wieder zurück. Und bauen es gleich, jetzt noch nicht. Und zwar erstmal hier die Ruffunktion. Und zwar haben wir hier ziemlich einen Knopf, der dann viele Sachen macht. Und zwar mit diesem Kolben hier. Also wir packen erstmal einen Knopf hier, so auf Augenhöhe. Und machen das da dran. Ein Block so diagonal. Und Redstone drauf. Dann kommt hier ein Block diagonal hin. Und hier ein Block diagonal hin. Das ist jetzt halt ganz entscheidend, in welche Richtung das geht. Einmal packen wir hier oben einen drauf. Also eine Fackel. Und hier einmal daneben. Dann brauchen wir 2 Obsidian. Oder eben glasierte Keramik. Und zwar packen wir hier einen in die Mitte. Von den Schleimblöcken halt in die Mitte. Und hier am oberen Ende. Dann kommt hier Redstone drauf. Und hier Redstone drauf. Hier ein Block daneben. Und nochmal Redstone drauf. Ihr seht, das sollte jetzt angehen. Und je nachdem, welcher Zustand dieser Kolben hier halt hat, das entscheidet halt darüber, welches von den beiden Redstone ausgeht. In dem Fall würde das hier unten ausgehen, weil ja nicht der Block daneben ist, sondern eben weiter oben zu dem. Das entscheidet halt darüber, welcher Kolben, also entweder der untere oder hier oben der obere, angesteuert wird. Wir haben also die hier und der hintere steuert hier den oberen an. Also machen wir eine kleine Leiter, und zwar so, ein Redstone drauf, eine Fackel, die sollte ausgehen,
Neben die Fackel kommt ein Block und ein Redstone-Staub. Auf die Fackel kommt ein Block. Und hier aus Sicherheitsgründen, die jetzt gerade etwas kompliziert sind, kommt einfach ein Redstone. Das führen wir dann gleich hier noch einmal rum. Mit dieser Linie hier meine ich. Das machen wir aber, nachdem wir den Kern gebaut haben. Der ist halt schon recht groß. Ihr seht, es ist immer noch sehr viel Platz. Und der Kern braucht halt sehr viel Platz. Jetzt erstmal die andere Seite. Und zwar müssen wir das einfach nach hier unten bringen. Und zwar hierhin. Da kommt nämlich eine Redstone-Fackel dran. Das will ich jetzt noch nicht machen, sonst kann es passieren, dass hier die Hölle losgeht. Deshalb müssen wir es erstmal verbinden. Und zwar ein Block so. Und ein Block so. Und dann einfach Redstone drauf. Und die Fackel ist auch ausgeblieben. Kein Kolben hat sich bewegt. Gut. Alles noch in Ordnung. Es kann halt passieren, dass das hier dann alles blockiert und es beim ersten Mal nicht funktioniert. Und ihr euch wundert, warum es nicht funktioniert und traurig seid. So, jetzt haben wir die Ruffunktion theoretisch fertig. Es fehlen natürlich noch die ganzen anderen Etagen. Und vor allem hier der große Kern, von dem ich schon die ganze Zeit rede, aber den nie baue. Deshalb bauen wir den jetzt. Und zwar so, zwei Knöpfe. Damit beginnt es. Und ich mache das jetzt hier ein bisschen visuell, damit man es besser erkennen kann. Ich baue erstmal den Teil, der nach unten führt, also der den Fahrstuhl nach unten fahren lässt. Und zwar brauchen wir hier erstmal so ein Glas, damit das Redstone hier nicht abgekappt wird. Das wollen wir ja nicht. Zwei Blöcke so. Und dann noch ein paar mehr Blöcke so. Dann brauchen wir hier drei Redstone, müssen das auch noch abkappen. Und zwei Verstärker, weil es sonst sein kann, dass es hier mit der Fackel und mit dem Redstone Probleme gibt. Deshalb habe ich hier zwei einfach eingebaut. Dann brauchen wir noch einen Redstone. Und dasselbe bauen wir auch gleich für das obere. Und zwar so. Und beim letzten kommt hier ein Glas hin. Und wieder dasselbe. Drei Redstone, zwei Verstärker. Wieder dasselbe Problem, Fackel. Und dahinter ist ja Redstone. Aber hier kommt ein Redstone hin. Und dann haben wir schon mal den Beginn davon. Jetzt würde ich sagen, machen wir die Kolben. Und zwar brauchen wir halt zwei haftende Kolben und zwei normale Kolben. Der erste haftende Kolben kommt hier hin, diagonal zu dem Stopper, so. Und hier kommt noch ein Kolben hin, allerdings hier nach oben und hier und eins weiter. So, das ist dann auch 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke über dem unteren. Also es bleiben immer 5 Blöcke. Und hier 1, 2, 3, 4, 5. Passt genau. Also alles in Ordnung. Jetzt brauchen wir hier zwei Kolben. Und zwar bauen wir erst drei Blöcke, machen die unteren zwei weg, gehen hier so drunter und hier oben drauf. Die brauchen wir dann später, um die mittleren Beobachter zu aktivieren. Und dazu kommen wir auch gleich. Erstmal bauen wir hier den unteren Teil und den kann man hier leider nur schwer sehen. Es ist halt sehr viel Redstone auf einem Haufen und hier wird auch alles blockiert. Man kriegt nur kleine Einsicht von hier vielleicht, aber mehr auch nicht. Aber ich zeige es euch sowieso, wie es geht, also ist ja relativ egal für euch. Wenn ihr es einmal gebaut habt, dann ist das auch alles in Ordnung. Also hier kommt ein Block hin, so, und nochmal 4, also insgesamt 4, dann sollte das bis hier hingehen. Und als erstes packt ihr hier einen Redstone hin, noch einen Redstone, und tatsächlich kommt das einen Block weiter, oder? Ach, ich weiß nicht mehr.
Es ist so viel Redstone auf einem Haufen hier. Ja, das kommt einen Block weiter. Und ich habe die ganze Zeit einen Fehler gemacht. Super, sehr schön. Ja, also das hier muss dahin. Ja, die müssen alle einen Block raus. Dumm, dass mir das bisher nicht aufgefallen ist, aber wir haben bisher auch nicht viel mit denen gemacht. Also, was mache ich hier? So. Also gleich von Anfang an. So. Und die da alle weg. Einen klebrigen Kolben, ein paar Schleimblöcke und ein Redstone-Block. So. Und dann sollte das passen. Und dann müssen wir noch einen Block hier raus. Also, ja, das verbindet sich auch. Das sollte so nicht sein. Deshalb gehen wir hier noch einen Block raus und machen das hier so. Ganz genau. Und dann machen wir erstmal hier so. Hier kommt nämlich garantiert Redstone hin. Überall. Und dann wird das hier auch nochmal ein verschoben. Also, ja. So, und hier kommt eh noch ein Block hin. Das ist dann der obere Teil fürs Rote. Fürs Orange meine ich. Und jetzt haben wir hier diesen Kolben. Der muss lang gepowert werden. Dann machen wir einmal so. Also einen Block drunter, einen Block diagonal und noch einen Block daneben. Und da kommen zwei Verstärker hin. Einen auf dritte Stufe. Ja, dritte Stufe und einen auf die erste. Da machen wir noch so einen Block dran. Und hier machen wir noch einen Block hin. Und dann, das muss doch nach unten, so und so. So muss es jetzt aussehen. Also wir haben hier vier Blöcke, dann eine Lücke und diese beiden Verstärker da. Und das führt hier in die Mitte. So, was kommt hier unten hin? Erstmal ein Block, noch ein Block, erst einen Block entfernen und Redstone. Wir brauchen hier einen klebrigen Kolben und einen Beobachter. So und so. Und hier oben drauf kommt noch ein Verstärker. Und zwar auf die dritte Stufe. Dann bleibt da noch eine kleine Lücke. Der powert halt den Block und das Redstone hier drunter. Und hier haben wir dann nochmal die roten Blöcke. Das powert den Block. Ja. Dieser Block powert dann, Moment, so und so. Diese Redstone und das powert den Block und das verbindet sich, deshalb ein Block oben drauf. Und jetzt powert es auch den Block und den klebrigen Kolben dort. Ah, das da fehlt noch. So. Gut, dann haben wir die untere Hälfte. Das könnten wir jetzt eigentlich auch mal ausprobieren, indem wir, ja, wo mache ich das, wo es nicht gefährlich wird? Es wird hier überall gefährlich, also. Ist halt doof. Ja. Versuchen wir es so. Ihr seht, klick nochmal. Erst aktiviert hier der normale Kolben, dann aktiviert der da unten und dann der hier. Jetzt wollen wir das Ganze nochmal andersrum, nur dass der hier nicht aktiviert wird, sondern der untere. Und das machen wir mit der orangenen Linie, die ich hier ja schon bisschen vorgebaut habe. Und zwar folgt das hier einfach drauf, mehr oder weniger. Und zwar fangen wir einfach hier hinten an mit einem haftenden Kolben und noch einem Beobachter. Diesmal wird der hier kurz gepowert. Davor war ja der da unten kurz gepowert, jetzt ist der da. Hier kommt noch ein Block hin natürlich. Ein Verstärker auf dritter Stufe, Redstone und noch mehr Redstone. Jetzt müssen wir hier noch irgendwie den da unten powern und den hier. Da packen wir einfach einen Block, einen Redstone und noch einen Block drauf. Zwei Blöcke dran
und zwei Verstärker, einen auf 4, einen auf 3. Und dann haben wir das auf jeden Fall schon. Jetzt kommt hier ein Block drauf. Dann habe ich schon ein Glas, damit der Kolben nicht aktiviert wird. Der ist ja fürs Rote. Ihr seht ja, das verbindet sich mit dem Roten. Das wollen wir nicht. Wir wollen noch eins weiter unten. Und zwar so. Und dann so. Dann aktivieren wir den unteren. Und können hier einmal hoch. Und da einmal hoch. Das sollte auf jeden Fall so klappen. Sieht auch alles, glaube ich, ganz gut aus. Ja. Und was jetzt noch fehlt, sind die Verbindungen zu diesen seitlichen Strömen. Die haben wir ja bisher kaum genutzt. Und zwar als allererstes packen wir hier einen unverschiebbaren Block, beziehungsweise einen, der durch klebrige Kolben, der durch klebrige Kolben oder Schleimblöcke oder Honigblöcke nicht verschoben werden kann. Also zum Beispiel glasierte Keramik oder Obsidian. Ich benutze jetzt einfach Obsidian. Und dann müssen wir das hier verbinden. Und zwar machen wir das so. Hier muss ein Glas hin, damit der Kolben nicht aktiviert wird. Und hier kommt noch ein Block hin. Machen wir so. Und hier zwischen muss ein Verstärker, weil sonst das Redstone aktiviert und dann würde es hier so eine, sag mal, Todesschleife geben, weil der da nicht deaktiviert werden kann. Und jedes Mal, wenn wir von irgendwo weiter unten, also in dem Fall vom Erdgeschoss, eine Ruffunktion machen, geht das Signal hier hoch und da fehlt übrigens noch ein Redstone, fast vergessen. Dann wird, wenn hier ein Fahrstuhl ist, der Fahrstuhl nach unten geschickt, weil das hier natürlich die Ruffunktion, also die Funktion, um nach unten zu fahren ist. Dann könnt ihr den Fahrstuhl von der ersten Etage ins Erdgeschoss rufen. Oder generell von allen Etagen. Dann kommt hier noch ein Block drauf. Ganz wichtig. Hier ein Block daneben. Und hier wieder ein Verstärker. Wenn wir das hier ja weiterführen, dann wird es ja hier auch irgendwann einen Block geben. Also einen Redstone-Block. Und der aktiviert dann den hier. Und diese ganze Linie hier. Also wenn das Signal von oben kommt, dann wird der Fahrstuhl nach oben geschickt. Dafür ist das Orangene ja da. Jetzt haben wir nur noch eine Sache für die mittlere Etage. Und zwar diese große Linie außenrum. Und ihr seht, die ist so komisch aufgeteilt. Ich musste das irgendwie so machen, weil wir hier die orangene Linie haben. Und direkt darunter die rote Linie. Deshalb sieht das ein bisschen doof aus, aber was kann man machen? Jedenfalls führen wir das erstmal hier lang, so, und bis hier, also bis zu dem Kolben, und dann machen wir hier 1, 2, 3, und dann gehen wir einen Block runter, und, hier muss ein Glas hin, sonst schneiden wir das hier ab, also Glas, und dann kommen hier noch weitere Blöcke hin. Jetzt brauche ich auch nicht mehr das Rote da. Das kann jetzt alles weg. Und dann führen wir das hier lang. Und hier wieder Obsidian oder glasierte Keramik. Je nachdem, was ihr wollt. Machen wir so. Und ihr seht, das verbindet sich. Das wollen wir gar nicht. Machen wir so. Hier einen Block hin. Und hier einen Verstärker, damit sich das halt nicht verbindet. Wäre halt schon doof. Ja. Und dann haben wir jetzt hier so ziemlich alles. Und das war's. Wir haben jetzt eine mittlere Etage gebaut. Ihr könnt das jetzt so oft bauen, wie ihr wollt. Also so hoch bauen, wie ihr wollt. Oder so hoch bauen, wie es geht. Wenn ihr ein riesenhohes Hochhaus baut und bis zum maximalen Baulimit kommt, dann baut ihr einfach hier alles neu, weil ihr es kaputt gemacht habt. Und viel Spaß. Also, jetzt kommt die obere Etage, nachdem ich eine zweite mittlere Etage gebaut habe.
So, jetzt sind wir endlich im letzten Teil angekommen. Und tatsächlich ist es auch der einfachste Teil. Guckt euch hier das an. Das ist gar nichts. Das ist wirklich gar nichts. Ja, es ist ein Knopf, der dann mit einer langen Redstone-Leitung da verbunden wird. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und da unten 14. Also reicht das gar noch nicht mal. Ja. Genau. Also. So. Ich habe ein bisschen verändert, als ich es hier aufgebaut habe. Dann brauchen wir wohl hier unten auch noch einen mehr. Nein, das wollte ich nicht. So. Da. Noch ein mehr. Dann klappt das auf jeden Fall. So, gut. Ich bin eigentlich komplett fertig gerade. Wir nehmen einfach trotzdem die Sachen. Und das waren die Sachen, die ihr eigentlich schon vorher hattet. Also die braucht ihr halt generell. So. Und dann haben wir das. Das Glas nehmen wir noch. Das war ja für die Kabine. Also relativ unnötig. Und dann packen wir die beiden auf Nimmerwiedersehen weg. Und da hänge ich fest. Hilfe. Und es ist halt wirklich gar nichts. Okay? Im Vergleich zum Rest ist es absolut gar nichts. Wir bauen es trotzdem nochmal auf. Ja. Also hier haben wir die oberste Etage, die zweite jetzt. Und jetzt kommt die oberste Etage. Hier haben wir die Zwischenetage, genau hier. So. Und hier ist dann wieder Boden. Also bauen wir hier hoch. Das sind zwei, das sind drei. Und das sind vier. Und dann kommt hier wieder Dach drauf. Und die habe ich tatsächlich nicht behalten. Deshalb holen wir es ein letztes Mal raus. Die Quarztreppen, damit das schön aussieht. Und dann die Eisentür. Ein letztes Mal können wir auch wegschmeißen. Und dann haben wir unsere Tür. Und die müssen wir immer noch mit Strom füttern. Und zwar auf beiden Seiten. Das brauchen wir gar nicht, oder? Nein, ich habe ein Loch reingemacht. Aber das brauchen wir ja gar nicht mehr. Und zwar überhaupt nicht. Und zum Andenken lassen wir da einfach ein Loch drinne. Und machen hier ein Redstone rein. Das ist wie alle anderen Etagen hier. Ihr seht, das ist wirklich gar nichts. Ja, also es ist sehr viel weniger. Und wenn ihr bisher zugehört habt, dann schafft ihr es auch noch. Hier kommt halt Redstone 1 vertieft hin. Wie auch darunter, auch wenn das hier nicht wirklich Unterschied macht, aber machen wir es trotzdem. Wieder den Verstärker und den Block und wieder glasierte Keramik oder Obsidian. Und ich würde gerne das untere entfernen. Hier machen wir Redstone drauf. Hier müssen wir keinen Block mehr drauf machen. Hier oben ist nichts mehr. Es ist alles nur noch komplett Luft, ja, bis auf das bisschen an Technik. Und diesen einen Block, den ich nicht vergessen darf, weshalb wir den jetzt schon mal bauen. Und wie habe ich das gemacht? Ah, ich habe die hinteren Blöcke hier ganz weggelassen. Und zwar habe ich hier 1, 2, 3. Dann den Obsidian-Block. Und dann habe ich das Ganze wieder weggemacht. So war das. Und dann haben wir hier noch diese letzten paar Teile. Um das umzudrehen. Dafür brauchen wir einen diagonalen Block und machen noch einen diagonalen Block hin. Das passt dann mit diesen Blöcken hier. Und da machen wir jetzt einfach eine 5 Blöcke breite Plattform raus. So, mit dem Obsidian in der Mitte.
Und dann gucke ich nochmal ganz kurz. Okay, das war so rum. Also hier einen klebrigen Kolben, einen Beobachter unten drunter und einen klebrigen Kolben so diagonal, wie auch davor, diagonal zum Stopper. Und hier haben wir nicht mehr wirklich was, wo wir gucken können. Deshalb machen wir es einfach hier hin. Das sollte auf jeden Fall passen. Und dann machen wir Redstone, Redstone. Und noch ein bisschen mehr Redstone. Da nicht. Aber so. Stufe 4 und Stufe 1. Noch ein Redstone. Und dann müssen wir hier das Ganze mit dem Turm, der nach oben führt, verbinden. Da machen wir ein allerletztes Mal einen Block hin. Ein allerletztes Mal Kolben. Die letzten drei Schleimblöcke. Den letzten Redstone-Block. Ein einziges Stück Obsidian. Einmal so dran. Und das müssen wir dann jetzt einmal rumführen, oder? Ja, das müssen wir einmal rumführen. Damit das passt, machen wir so. So, 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 so. Und sobald von unten ein Signal kommt, wird das nach oben gefahren. Das sollte dann auf jeden Fall klappen. Jetzt haben wir den allerletzten Knopf. Den wirklich allerletzten Knopf. Und das letzte kleine bisschen an Redstone. Und da müssen wir hier was vorbereiten. Und zwar so. Mit einem Verstärker rein. Und hier muss auch noch ein Redstone hin. Mit einem Glasblock drauf. Und die beiden verbinden wir jetzt mit dem Knopf. Also einen Block hier hin. Und das ziehen wir dann hier rüber. Kommt Redstone drauf. Und ihr habt ja eben schon gesehen, ich habe diesen klitzekleinen Fehler noch korrigiert. Wir brauchen halt noch einen Verstärker. Und zwar genau hier an der Ecke. Das habe ich nämlich vorher gar nicht bemerkt. Und dann gehen wir hier immer diagonal hoch, bis wir hier rauf treffen. Und setzen hier das Redstone. Und dann haben wir das. Und dann war es das tatsächlich. Nein, eine kleine Sache. Und zwar, ich wollte das ganz am Anfang sagen, bei der letzten mittleren Etage, die ihr baut, braucht ihr das hier nicht. Ja, ich habe es nur gebaut, um es abzureißen. Das braucht ihr einfach nicht, weil von hier oben kein Signal mehr kommt. Und zwar kommt das Signal hier runter und hier lang. Und da landet es hier auf dem Orangen. Das ist auch, außer wenn ihr da unten den Knopf betätigt, der einzige Weg hier Strom drauf bekommt. Also, das hier ist die neue Verbindung. Das alte hier wurde abgerissen. So, der sollte jetzt funktionieren. Ich habe den zwischendurch mal ein bisschen demoliert, glaube ich. Der ist auf jeden Fall hier, was er jedenfalls nicht sein sollte. Ich habe den aus Versehen ein bisschen angeschoben. Aber jetzt funktioniert er. Und jetzt habe ich den anderen kaputt gemacht. Sorry Leute. So, jetzt aber. Er funktioniert, wie ihr sehen könnt. Wenn ich hier durchkomme, dann können wir auch mal hier raus. Das leuchtet, die Tür ist offen. Sehr schön. Und jetzt nehmen wir uns ein Schwert. Und da funktioniert was nicht. Warum nicht? Ah, ich habe das ganz vergessen zu verbinden. Sehr schlau, hat es nicht fertig gebaut. Dann bauen wir es als allerletztes noch auf. Das solltet ihr ja eigentlich auch schon haben. So, Redstone, Redstone, Redstone. Und eine kleine Fackel. Okay, da hat sich irgendwas bewegt. Ich weiß nicht was. Wir holen uns unser Schwert zurück. Und da steht der Fahrstuhl. Sehr schön.
Das hat also funktioniert und konnte fahr einfach das Ganze unten durch. Also der Fahrstuhl funktioniert, macht auf jeden Fall alle Fehler weg. Ihr habt ja selber gesehen, ich habe da was vergessen. Passt gut auf. Das wird eine ewig lange Folge. Ich werde sie in zwei Teile teilen. Naja, habt ihr schon bemerkt. Jedenfalls war es das jetzt mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mal wollt, dann lasst eure Kommentare in den Kommentaren rieseln. Wie Regen, keine Ahnung, schlechte Reim. Ich bin fix und fertig. Ich muss das noch bearbeiten. Tschüss.